Ein Aspekt des Leitbildes bezieht sich darauf, eine kritisch reflektierende Grundhaltung zu schulen und diese auch einzunehmen. Besonders spannend an diesem Aspekt finde ich ganz persönlich, dass das Leitbild selbst schon zum kritisch reflektierenden Nachdenken einladen kann und auch einladen soll. Das heißt, jeder und jede Einzelne sollte sich Gedanken darüber machen, welche Inhalte wie umgesetzt werden könnten. Das heißt, nochmal ganz speziell, jeder und jede Einzelne sollte sich fragen, was er oder sie persönlich beitragen kann zu Nachhaltigkeit, zu gegenseitiger Wertschätzung oder auch gegen Diskriminierung. Und sobald dieser Prozess einsetzt, beginnt schon das reflektierende Nachdenken über das Leitbild, über die Inhalte und somit kann der bisher einfache Text zu einem gelebten Leitbild werden.